Und bei mir ist jetzt der Kandidat für den Walliser Sozialdemokraten, ihm jetzt knapp nicht gelangt in die kleine Kammer, in den Ständerat. Matthias Renner, 1300 Stimmen, ein sehr knappes Resultat. Wie groß ist die Enttäuschung? Ja, das ist sehr knapp. Natürlich im Unterwallis sind wir ein bisschen traurig. Es gibt einen Spitzenkandidat im Oberwallis, das war Beat Riede, und der Spitzenkandidat im Unterwallis, das war meine Kandidatur. Und jetzt, die Oberwalliser haben die zwei Stände hätte entscheiden. Also natürlich gibt es ein bisschen, ja, wir sind ein bisschen traurig im Unterwallis. Wir können immer das Positive schauen, und ich glaube, dieses Resultat, die erste Resultat im Unterwallis, eine sehr knappe Ergebnis in das ganze Kanton, und natürlich auch die erste Position für die Nationalratswahlen. Das ist schon viel positiv für ein SP im Wallis. Wir haben jetzt aber die Situation, dass Unterwallis eher Liberalen auch zum Teil links erstärken mit den Grünen zusammen. Das Oberwallis bleibt relativ konservativ. Ist das ein Problem für die Zukunft auch des Kantons? Ja, es gibt vielleicht ein Problem, aber das ist noch nicht klar. Es gibt im Unterwallis mehr Personen, die eine politische Pluralität wollen. Das ist klar. Das ist nicht nur SP, die für mich gewählt haben. Es gibt auch viele FDP und CVP und SVP-Wähler, die eine Stimme für mich im Unterwallis gegeben haben. Also jetzt, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Zeit, aber ich hoffe für die Zukunft, es gibt mehr Kohärenz in dem Kanton. Aber es ist ja nicht die Schuld des Oberwallis, dass sie nicht gewählt sind. Man hätte auch im Unterwallis mehr zur Urne schreiten müssen. Also die Wahlbeteiligung war einfach im Unterwallis auch tiefer. Im Zentralwallis nein, aber im Unterwallis, im Schable zum Beispiel, das ist klar. Wir brauchen mehr Personen, die zu Urnen gehen, die teilnehmen, während wählen, das ist klar. Und das ist nicht der Schuld vom Oberwallis, das ist nur der Entscheid vom Oberwallis, diese zwei Ständeräte. Ja, vielleicht ist es ein bisschen komisch, ich bin sehr oft im Oberwallis, ich bin sehr engagiert für das Oberwallis, und natürlich ist das ein bisschen traurig, aber ja, ich glaube, wir müssen das positiv schauen, und es gibt ein Vor und ein Nach diesen Wahlen, diese eingenössische Wahlen 2019. Natürlich gibt es jetzt ein grüner Nationalrat, natürlich gibt es jetzt eine super Resultat für die Linke im Nationalrat, aber es gibt auch ein Resultat unglaublich im Ständerat. Eine CVP erste in fast alle Gemeinden vom Unterwallis. Das ist historisch, und diese Tendenz ist klar, und das ist ein Zäsur in der Geschichte im Wallis. Also Sie glauben wirklich, es gibt ein Wallis vor dem 3. November 2019 und ein Wallis nach diesem Wahlsonntag? Ja, das Wallis ändert. Die Walliserinnen und Walliser wollen ein Wallis mehr modern, ein Wallis mit mehr Pluralität, mit verschiedenen Parteien und nicht nur eine Partei, die alle entscheiden kann. Und ja, das ist klar, und ich glaube, das ist nicht die letzte, wie sagt man, es gibt noch viele andere Wahlen, und ich glaube, diese Tendenz wird weitergehen. Haben Sie das Gefühl, dass auch die Frage der Frauenvertretung eine Rolle gespielt hat? Sicher nicht. Schauen das Resultat im Unterwallis, das ist sicher keine Frage, nein. Ich habe Sie vorhin beobachtet bei Ihren Anhängern, bei den Kollegen von den Sozialdemokraten. Sie waren sehr emotional, es floss auch die eine oder andere Träne. Wie haben Sie das verarbeitet jetzt, dieses Resultat? Ja, das ist immer für mich, das Politik, das ist zuerst die Menschen. Und ich bin nicht allein, ich mache nicht einen Wahlkampf allein. Es gibt viele Personen, viele Leute, und es gibt für viele Personen Erfolg. Für viele Personen gibt es sie schauen, es gibt eine Möglichkeit für eine Wallis anders, ein Wallis mehr modern, mehr jung und nicht mit dieser alten Politik von Partei und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist schon etwas Wichtiges. Und ja, das ist Wichtiges für das Wallis.
Sie haben vorhin gesagt, es kommen noch weitere Wahlen auf das Wallis zu, zum Beispiel schon bald mal Staatsratswahlen, Herr Renard. Ist das ein Thema für Sie? Vielleicht, aber das ist nicht sicher. Die Walliserinnen und Walliser haben viel für mich gestimmt für den Nationalrat. Ich war der erste, die beste Resultat von das Kanton. Natürlich, das ist ein Signal auch. Ich bin sehr froh in Bern. Ich arbeite, ich glaube, gut in Bern. Ich arbeite viel in Bern, das ist sicher. Und das ist noch nicht eine Frage. Wir schauen vielleicht in 6 Monaten oder in 1 Jahr. Okay, besten Dank für diese Ausführungen, Matthias Renner, und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer politischen Arbeit in Bern. Und das wäre jetzt vorerst gesehen hier aus dem Medienzentrum in Sitte. Wir sind bald wieder frei da mit neuen Stimmen. Alle unterdessen.